could tell. Ask me how I'm doing well. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Jump League auf GomaHD.net. Wir spielen mal wieder ein Ründchen Jump League. Das zweite jetzt in Folge. Einfach weil der Spielmodus halt so Spaß macht. Natürlich wieder Solo. Es kann auch gut mal sein, dass ich vielleicht in Zukunft mal mit Leuten gemeinsam aufnehme. Das war dumm. Das war nicht so geplant eigentlich, aber egal. So, die Chests nehmen wir mal kurz mit. Dann springen wir hier außen rum. Dieses Modul kennt man ja auch bereits von Playmunity. Und wir sind momentan Erster. Das darf auch gerne so bleiben. Und nicht so einen Schwitzer haben wie Lee Corp in der letzten Runde. So. Chest ist gelootet. Modul Nummer 4. Das sagt mir auch irgendetwas, habe ich glaube ich auch schon gesprungen. Wo ist die Chest? Ah, da vorne erst. Ich dachte, das Modul ging nicht mehr so weit. Deswegen weiß ich nicht, dass hier erst die Chest ist. Egal. Wir haben schon viele Goldhosen, aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, wir haben Equip. Das ist das Wichtigste und da habe ich mich gerade blöd angestellt. Ich wollte eigentlich stehen bleiben, bin dann so nach vorne gesprungen. Und da konnte ich weder rauf, noch auf einen anderen Block zurück. Etwa ein bisschen dumm. Hä? Muss ich von... Ich glaube, ich muss von hier rüber springen. Und dann hier hoch, genau, und dann... Darüber, das mache ich mal mit Anlauf. Dann geht das sicherlich besser. Okay, Modul 6 kenne ich auch. Ist auch ein Modul, was man sehr gut von Playmunity kennt. Momentan sind wir auch Erste. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wäre auf jeden Fall cool. So. Die Chest nehmen wir mal mit. Steinschwert wieder. Das ist gut. Hier gibt es, glaube ich, am Schluss nur noch so einen Sprung, der noch ein bisschen blöde ist. Sonst sollte eigentlich alles relativ easy machbar sein. Wir müssen nur diese Leiter hier treffen. Das sollte eigentlich gehen, genau. Und ich glaube, dieser letzte Soul-Sand-Sprung ist auch nicht ganz so einfach. Jetzt war doch, geht. Müsste gehen. Jawohl. Modul Nummer 7. Das kenne ich auch. Das bin ich heute auch schon gesprungen. Hier muss ich hoch, dann hier rüber und dann hier raus. Und hier muss ich ein bisschen durchspringen auf jeden Fall. Sonst wird das nix. Bis hier, dann hier so rum und hier wieder durchspringen bis hier. Und dann hier durchspringen bis hier. Ah. Chest ist hier oben, genau. Hätten wir einen Enchanter, könnten wir jetzt auch enchanten. Unser Steinschwert, das wäre auf jeden Fall ziemlich OP. Das Modul ist, glaube ich, nicht das schwerste hier von den Hard-Modulen. Ich möchte nur hier nach vorne sneaken. Dann, oh, komm, geh nach vorne. Dann ist der Sprung einfacher. Jetzt muss ich gucken, dass ich von hier an die Chest rankomme. Genau, ein Eisenschwert. Oh, wenn ich das enchanten könnte, das wäre... ganz nice. Und wir haben ziemlich viel Vorsprung tatsächlich auf den Zweitplatzierten momentan. Hallo, nach vorne, danke. So, Modul 9, das hat wieder mal ziemlich viele also Kopfsprünge. Und ich mag ja keine Kopfsprünge. Aber bislang haben wir sie geschafft. Aber jetzt ist Ende im Gelände. Das letzte Modul ist tatsächlich... sehr einfach, also sollten wir hier das Modul 9 schaffen, müssen wir theoretisch Modul 10 auch schaffen. Wenn es natürlich zeitlich aufgeht, ich frage mich jetzt gerade, wo, dass ich den Kopf stoße, dass ich runterfalle, weil ich sneak ja. Okay, interessant. Okay, 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 okay. Noch zwei Sprünge, noch zwei so blöde Sprünge. Ne, der ist gar nicht mehr blöd. Modul 10. Und das ist tatsächlich nicht so ein schweres.
oder gehe ich mal von aus, oder hoffe ich, leider keinen Enchanter gekriegt. Dafür viel anderen Müll. Aber die Eisenchest war jetzt noch wichtig. Das müsste ich hoffentlich schaffen. Ah, oh, ich fehl den Sprung. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Hier kann man ja auch auf die Tür theoretisch rauf, glaube ich, irgendwie. Genau, so und dann hoch. Da kann man hier über die Türe springen. Wenn man es schafft oder einfach zu blöd ist wie ich. Das geht natürlich auch. Ah! Ich dachte eigentlich, ich wäre auf dem Zaun drauf. Das geht nicht, wenn ich natürlich die Tür so habe. Ich wollte nur gucken, ob es ginge, wäre die Tür andersrum. Und ich glaube, das würde man tatsächlich schaffen. So, jetzt aber bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist doch machbar. So schwer ist das jetzt hier auch nicht. Boah. Hier einfach genügend weit abspringen. Und dann haben wir es. Jawollo. Wir haben keinen Helm. Wow. Wow. Dafür viele Pfeile. Das ist auch gut. Wir haben keinen Helm. Aber Full Iron sind wir. Hätten wir noch einen Enchanter, dann könnten wir echt da noch ganz nice Eisenschwert machen. So, hier oben war ein Gegner. Wo bist du? Da vorne sind welche. Da mischen wir uns doch mal ein, oder hinter mir. Geht auch. Boah, so viel los hier. Leute. Nicht übertreiben. Einer nach dem anderen, bitte. Da vorne ist ein Gegner. Den möchte ich mir holen. Von der Seite kam anscheinend auch noch einer. Oh mein Gott. Habe ich den abgestaubt? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe tatsächlich beide Kills gekriegt. Okay, nice. Er leckt hier. Also, Alter! Hä? Richtig unfair. So, leider kein Enchanter. Aber den Helm. Der Helm. Den nehme ich mir mal mit. Bitte. So. Da haben wir jetzt auch 8 Rüstungspunkte. Damit das beste IQ, was wir haben können. Von rüstungstechnischen her. Ohne Enchantments natürlich. Ihn haben wir auch. Und er hat einen Enchanter. Sehr gut. Dann enchanten wir jetzt mal ganz kurz das Schwert. Okay. Ich habe nur ein Level aus 4 Dingern gekriegt. Oh. Läuft bei mir. Habe ich eigentlich noch ein Eisen? Ne. Kein Eisen. Schade. Aber, wenn es mich nicht ganz täuscht, dann sollten wir diese Runde eigentlich gewinnen. Also mit dem EQ wäre es schade, wenn wir die nicht gewinnen würden. Den haben wir gleich aufgeholt. Na, ein bisschen hängen geblieben. Jetzt auf dem Eis natürlich ein bisschen rutschig. Den Hit leider nicht gekriegt. Immer noch nicht. Jetzt aber. Ich wollte schon sagen. Und mit dem Schwert sind wir halt echt OP. Und die Rüstung ist ja auch gut. Also kann man nichts gegen sagen. Sagen wir es mal so. Da vorne sind 2 Gegner. Die holen wir uns jetzt auch noch weg. Okay, er hat den Kill gekriegt, aber das ist eigentlich mir relativ egal. Warum auch immer er die Chest lootet, wenn ich ihn angreife und direkt neben ihm stehe, weiß ich nicht, aber okay, gut. Du kannst dich nicht versneaken. Ich weiß, wo du bist. Und dich habe ich auch. Der nächste ist hier auf dem Eisfeld. Oder da oben? Nee, auf dem Eisfeld. Ja, da hinten. Ich habe den Namen ganz kurz gesehen. Hier ist einer und da vorne ist einer. Holen wir erstmal den hier weg. Free Kill. Also, Team ist ja nicht gerade, ne? Ich weiß, das Targeting, aber trotzdem. Hättet auch gerne auf euch drauf gehen können. Aber egal, wir haben das Spiel gewonnen. 10 Kills. Das Ziel erreicht. Ich glaube, eine viel bessere Runde geht gar nicht. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.